Hallo, ich bin's wieder, euer Tudor zu einem neuen Video. Wir spielen GTA und sind auch direkt hier im Rennen quasi drin. Also noch nicht im Rennen, aber wir müssen das Rennen vorbereiten. Am besten mit dem schnellsten Auto, das uns hier durch die Finger gleitet. Immer den hier. In einer schönen Farbe. Komm in To The Place Pink. Wir sind bereit. Es geht los. Aha. So, ich spiele seit langem mal wieder hier ein Rennen in GTA. Bin mal gespannt, wie wir hier abschneiden werden. Wie das Rennen ist. Hä? LOL. Was ist das denn? Wieso sind wir so gut? Und wieso fahren wir jetzt als erstes ins Ziel? LOL. Haha. Hä, der übernächste Punkt ist ja schon das Ziel. Scheiße, nein! Oh. Nicht wahr. Halt. Hallo. Okay, jetzt haben wir verloren. Oh, super. Was ist das denn für ein Rennen, Alter? Das kriegen wir nicht mehr hin. Was war das denn für ein Rennen, bitteschön? Hä, das ist ja nur geradeaus. LOL. Weiter geht's. Hier auf Vespucci oder so ähnlich heißt die Map. Oh, ich kenne die ja. Oh, ich kenne die. Oh je. Ich glaube, da war ich nicht mal so gut. Aber beim eigenen Centorno hier. Das ist ja kein Problem. Guck mal, wir ziehen ja schon die ersten ab. Huiuiui. Oh, das ist schon mal viel mehr Power als im Rennen gerade eben. Hier geht's zur Sache. Hier geht's wirklich zur Sache. Gottes Willen. Das wird jetzt lustig. Hier ist viel mehr Power drauf als vorhin. Hallo, Respawn, bitte. Jetzt habe ich den wieder richtig hingeschoben. Ich krieg die Krise. Beim Rennen davor war das ja noch in Ordnung, aber hier geht's um jede Sekunde. Hallo. Was macht die denn? Aber wieso bin ich 14? Das kann ja gar nicht sein. Hä? Warum bin ich so gut? Ich war doch immer dagegen. Mal wieder. Und wir gehen wieder Windschatten fleißig. Ramm uns jetzt nicht. Oh. Oh nein. Das darf ja nicht wahr sein. Ja, ramm mich einfach mal. Aber schon, wenn ich da sitze, so schnell geht das. Wir fahren, glaube ich. Wir fahren zwei Runden. Okay. Diese Grafik von diesem Spiel ist der Wahnsinn. Und das macht einfach so viel Spaß. Muss aber gestehen, ich habe jetzt ewig kein Multiplayer, kein Online mehr gespielt. Oder generell selten GTA. Aber das ändert sich jetzt wieder. Weil man einmal wieder gespielt hat, hat man einfach Bock wieder drauf, da ganz viel mehr mitzumachen. Auch ein bisschen Singleplayer, da will ich mal noch die Kampagne durchspielen. Die Story. Also den Story-Mode quasi. Hat er nicht gemacht. Sind wir jetzt wirklich Letzter? Ey, komm schon. Sammelt er den Checkpoint nicht ein, wenn wir ein bisschen so weit links gefahren sind? So ist das Leben, aber das ist nicht gut. Aber da ist schon wieder der erste, den wir aufholen können, wenn wir jetzt von der Plattform fliegen. Sehr gut. Ich weiß immer nie, wie man am besten fliegt, um am weitesten zu kommen und am schnellsten wieder unten zu sein.
Weil wenn ich mich nach vorne so lehne, dann bremse ich ja voll ab, komme dann aber schneller nach unten. Wenn ich mich nach oben lehne, dann bleibe ich schneller oben. Dann bleibe ich länger oben, bremse aber mehr ab, bin dann halt langsamer und dann macht das alles gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Oh, das war knapp gerade. Jetzt geht's in die Röhre. Jetzt können die Bits ein bisschen einbrechen im Video wahrscheinlich. Also ein bisschen pixelig wird. Tut mir leid. Vielleicht wieder vorbei. Hoffe ich. Der hat Selbstmord begangen. Okay, gut für uns. Ich dachte, man kann die Wand so schön hochfahren und dann an der Wand entlang gleiten. Aber nein, so geht das scheinbar nicht in diesem Spiel. Ich habe echt schon lange diese Map nicht mehr gespielt. Aber sie kommt mir auf jeden Fall wieder bekannt vor. Jetzt, wo ich sie mal abgefahren bin. Komm schon, den holen wir auch noch einen da vorne. Kleinen Katzensprung entfernt. Das Epsilon-Programm. Nein, nicht Radio. Was mache ich denn? Hui. Aha. So, jetzt hier die Kurve. Ja, ich wollte sie eng nehmen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Guck mal, wie wir jetzt aufgeholt haben. Ist echt unglaublich. Das glaubt uns sogar kein Mensch. Aber wir haben einfach Skill. So ist das hier. Da ich jetzt die nächste Zeit sehr viele Videos aufnehmen werde, sehr, sehr viele Videos, für Dingsdarf bis Silvester... Hallo! Gegenverkehr. Bis Silvester jeden Tag ein Video oder ein Stream. Heißt das, ich nehme tatsächlich sehr viele Videos auf. Das heißt, ihr könnt auch gerne mal dabei sein im Video, wenn ich mal aufnehme. Das könnt ihr am besten per Discord mit mir abklären. Wer da Discord auf dem Server noch nicht drauf ist, soll das unbedingt nachholen. Ja, diesmal haben wir den Punkt eingesammelt. Gott sei Dank. Discord-Server, Link in der Beschreibung. Komplett kostenlos, komplett cool. Da bin ich immer aktiv mit, der ganzen Community quasi. Und den Net-Moderatoren. Genau, und da kann man gerne anschreiben oder so. Kommt zusammen aufnehmen. Weil, wie gesagt, ich brauche sehr viele Videos bis Silvester. 40 Stück, 50 Stück. So ungefähr. Ja, fast 50. Krass. 50 Videos nehme ich einfach mal auf. Aber gut, macht ja auch Spaß. YouTube macht einfach. Wenn der mich jetzt überholt hier in der Kurve, ist nicht sein Ernst. Ja, genau. Jetzt, Alter, ich war vorhin Dritter und jetzt bin ich wieder auf den 5. Platz zurückgefallen. Das war echt so assi von dem, der hätte gut überholen können, auch ohne mich wegzurammen. Und der erste schon im Ziel, wunderbar. Und die da vorne werden auch keine Fehler mehr machen, dass ich jetzt hier einen Platz aufholen kann. So ein Dreck aber auch. So ein Dreck. Noch schlimmer als das Mal davor. Da bin ich noch einigermaßen sanft gegengeprallt. Oh je, wir sind als Fünfter am Ziel. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir beim nächsten Mal auch wieder so schlecht sind. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Videos aus GTA zu sehen bekommen in den nächsten Tagen. Unter anderem mit dem Gefo, der hier natürlich sehr bravourös dieses Rennen meistert. Wenn man was sehen würde, dann würde man das auch... Oh, schon vorbei. Wie viel Geld haben wir verdient? Nicht allzu viel wahrscheinlich wieder. Was bringen diese Jobpunkte eigentlich? Ich hab's nie verstanden. Komm schon, okay. 1000, ja, in Ordnung. Also wie gesagt, kommt auf Discord. Lasst ein Abo da, dann seht ihr jeden Tag ein Video. Bis Silvester danach natürlich auch noch Videos. Nicht mehr vielleicht jeden Tag, aber sehr regelmäßig immer noch. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, lasst doch ein Like da, wenn es dir gefällt. Und wenn es nicht gefällt, dann nicht.